Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Hier spricht wieder euer Chris vom Team Trading Welt und ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier heute zu diesem ja doch sehr nervenzerreißenden Video, will ich mal sagen. Denn draußen fegt der Orkan, wir haben richtig Sturm. Ich hoffe, man hört das auch nicht über das Mikrofon irgendwie. Aber es geht auch an der Börse wirklich hoch her. Und wir haben vor 22 Stunden Montag mit euch wieder vier Basiswerte gesprochen, die auf unserer Watchlist sind in dieser Woche. Und ich muss einfach mal ehrlich zugeben, das läuft bisher alles andere als optimal. Ich habe mir das alles so ein bisschen anders vorgestellt. Wir können jetzt einmal hinter die Kulissen gucken. Es ist nicht sonderlich schlimm, was man jetzt sieht, aber das sind auch alles ganz frisch geöffnete Positionen. Ne? Bis auf Soybean bin ich eigentlich ja, ganz frisch jetzt mit dabei. Von daher nehme ich euch einfach mal mit auf die Reise. GBP Cut sollte eigentlich... Oh, Alter, jetzt kommt er endlich mal ein bisschen runter, ne? Oh, ich wurde so oft ausgestoppt. Ey, ihr könnt es nicht glauben. Ich habe auch echt ein paar Verluste hinnehmen müssen. $1,500 habe ich verheizt in den letzten 24 Stunden. Ist natürlich überschaubar. Für mich, in meinen Verhältnissen, oder ist das völlig in Ordnung und legitim. Tut mir jetzt auch nicht wirklich weh. Aber trotzdem... Immer wieder Stärke, vor allen Dingen auch im GBP-Cut, stört mich extrem, denn wir haben hier eigentlich ein wunderbar absteigendes Dreieck, das wir auch letzte Woche schon mit euch geteilt haben. Und diese Seitwärtsphase, die wir jetzt hier hatten, oh, die ist so tricky. Ich hätte mir gewünscht, dass er direkt hier neue Tiefpunkte macht und hier unter dieses letzte Tief geht. Ne? Das wäre dann sehr viel einfacher zu handeln gewesen, aber einfach kann jeder. Und wir müssen halt immer wieder drauf reagieren an der Börse. Und so haben wir uns dazu entschlossen, jetzt heute Morgen nochmal das Schulterniveau, und das sehen wir hier wunderbar, nochmal wieder als Entry Point zu benutzen. Und der geht jetzt bisher relativ gut auf. Wir haben ein Verkaufssignal vom Bullpower-Signal-Fallindikator und hier lagen in der Vergangenheit große Short-Positionen. Und man sieht es auch hier, letztendlich sind das immer wieder ja, Verkauf-Order-Blöcke, die hier ausgelöst worden sind an diesem Niveau. Und deshalb unsere Hoffnung, okay, noch ist das absteigende Dreieck im D1 nicht defekt. Von daher, alle Hoffnung beruht jetzt darauf, dass wir hier einen halbwegs vernünftigen Entry gefunden haben. Wir haben hier auch ein relativ kleines Risiko wieder drin. Können wir hier noch einmal ganz kurz gucken, GBP-Cut. Na komm, zeig's mir jetzt. Kann doch nicht sein. Vorführeffekt. Da, minus 577 ist unser Stopp. Möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr riskieren. Aber der kommt hier gut runter. Und genau so wünscht man sich natürlich auch ein Entry. Ne? Und wenn ich jetzt in den letzten Stunden Trades eröffnet habe, dann ging das eine Zeit lang gut. Ja, beispielsweise habe ich tatsächlich auch hier eine Position eröffnet, Richtung Short. Dann läuft der zuerst in meine Richtung und... Ich werde so richtig schön wieder ausgestoppt. das passiert mir diese Woche aber extrem häufig, weil die Setups einfach nicht so halten, wie ich sie mir gewünscht hätte. Das muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Vielleicht brauchen wir hier noch ein bisschen Zeit, um einfach die brutale Gewalt im GBP-Cut jetzt hier auch mal zu entfalten. Denn es sollte eigentlich tatsächlich schlagartig schneller nach unten gehen. Und das ist das, was man sich natürlich wünscht, wenn man hier in der Short-Position endlich mal drin ist und die jetzt dann hoffentlich auch mal hält. Oh, dieser Schulterbereich, hier könnten wieder die Shortseller zuschlagen. Das ist genau die Hoffnung, die ich hatte. Und jetzt haben wir hier auch mittlerweile wirklich ein starkes Verkaufssignal vom Bullpower-Signal-Fallindikator. Und wir sind jetzt auch wieder bei $4.300 am Gewinn. Das ist gut. Heidewitzka, jetzt geht es hier doch nochmal wieder Schlag auf Schlag. Und auch hier beim NZD-USD. Der NZD war einfach viel zu stark in den letzten Stunden. Auch hier wurde ich immer wieder rausgesneakt. Also insgesamt habe ich bestimmt gut 10 Entries verheizt bisher. Muss ich ehrlich zugeben, stehe ich dann auch zu. Aber hier dann doch nochmal diese Preis-Action-Zone, die ich unbedingt nochmal handeln wollte und hier meine Position eröffnet habe. Ihr seht es, hier sahen wir einen starken Abverkauf. Da sind die Verkäufer reingekommen und gleichzeitig damit auch ein Break of Structure, nennt man kurz BOS. Wir haben also quasi hier dieses letzte Tief rausgenommen. Das bedeutet, das ist tendenziell Schwäche. Das ist ganz klar Schwäche im NZD-USD. So, aber das Problem ist, es kommt dann manchmal vor, dass der Kurs nochmal wieder komplett hochgeht und sich Liquidität grabbt. Also
Er holt sich quasi nochmal wieder die ganzen Stops aus dem Markt und dieser Orderblock verläuft dann auf diesem Niveau, ja, wo wir hier quasi den Auslöser sehen dieses impulsiven Abverkaufes. Und hier zieht sich dann der Orderblock durch. Zack. Genau so sieht sowas aus. Und das könnt ihr euch gerne nochmal merken, denn das sind auch potenzielle Short-Gelegenheiten. Wenn der Kurs also wirklich erstmal Schwäche gezeigt hat, wir ein Break of Structure gesehen haben, dann kommt der Kurs nochmal wieder hoch, geht hier zu diesem Orderblock und da, wo wir ursprünglich diesen Bruch quasi eingeleitet haben, der wird dann einfach nochmal wieder rausgenommen. Und jetzt geht es hier noch Schlag auf Schlag. Die sind mittlerweile bei $5.000 im Gewinn. Kommen die Trades jetzt doch in die Richtung, die ich mir gewünscht habe? Oh, es war zum Mäusemelken. Mein lieber Herr Spahn. Oh, Gottes Willen. GBP Cut. Wirklich jetzt einen exzellenten Einstieg gefunden. Und das sind auch die Momente, wo ich jetzt auch sofort wieder. Ja, handgreiflich werde, will ich was sagen, dann nehme ich das Risiko sofort aus dem Markt. Komm, absichern. Ich will hier nichts mehr riskieren. Ja, dafür habe ich mir einfach zu viel, ja, Schrott geleistet jetzt in den letzten Stunden. So, NZD, USD. Was passiert hier? Ah, absolut genial hier in diesen Orderblock reingelaufen. Ne? Das ist der Wahnsinn. Hier wurden dann nochmal so viele Shorts jetzt eingesammelt. Und das geht dann auch so schnell. Sehr gut, genau so soll es letztendlich sein. So, Sojabienen müssen wir übrigens auch nochmal wieder raufgucken. Kann genauso gut sein, dass, weil wir hier quasi eine verschachtelte Trendlinie haben, dass dieser Hochpunkt hier hält und wir hier von hier wieder fallen. Tatsächlich auch hier Short-Position gehalten. Gestern sah alles gut aus. Ne? Der Kurs kommt hier runter und dann knallt der hier hoch, stoppt mich aus. Aber ich habe mir auch geschworen, ich eröffne sofort eine Long-Position, wenn der hier tatsächlich die Hochpunkte rausholt. Deshalb hatte ich eigentlich auch auf Facebook darum gebeten, bitte keine neuen Hochpunkte zu generieren. Aber hier hat das getan. Von daher bin ich sofort Long gehüpft. Es könnte aber durchaus eine Short-Gelegenheit hier werden an diesem Niveau. Das muss man ganz klar sagen. Nach dem Breakout aus der Wedge-Formation letzte Woche sahen wir jetzt zwar wieder eine ja, leichte Bullenrallye, aber ob das reicht, um komplett neue Hochpunkte zu machen, das mag ich noch arg zu bezweifeln. Von daher hier vielleicht auch nochmal wieder Short-Gelegenheiten. Ja, ansonsten kann ich jetzt eigentlich nur noch hoffen, dass die Kurse wirklich jetzt endlich weiter in meine Richtung kommen. Ich möchte hier im GBP Cut im Idealfall ein absteigendes Dreieck sehen. Das heißt, ich hätte hier mit dem Entry, den ich jetzt gefunden habe, wenn der jetzt endlich klappt, ein brutales Chance-Risiko-Verhältnis. Also das würde dann richtig eskalieren. Aber ob das letztendlich klappt und ich hier nicht jetzt wieder ausgestoppt werde, plus minus null, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich kann es mir natürlich jetzt leicht machen und den Trade einfach mitnehmen, aber ihr kennt mich, ich gebe mich mit sowas nicht zufrieden. Wenn, dann versuche ich hier wirklich das Geld für mich arbeiten zu lassen, die Trades einfach laufen zu lassen und entweder sie ziehen in die Richtung, in das Setup, in das, was ich mir gewünscht habe, schon letzte Woche, oder aber, ne, ich bin raus. Aber diese dynamische Bewegung, die gefällt mir jetzt erstmal richtig gut hier beim GBP-Card. Das gibt Zuversicht. NZDUSD darf bitte auch schwach bleiben. Also hier für mich auch wieder ganz klar, werden wir hier wieder rausgenommen, machen wir hier neue Hochpunkte, bin ich hier auch sofort wieder raus. Hier ist maximale Flexibilität gefragt. Das ist einfach so. Können wir aber auch trotzdem relativ gut installieren mit einer Pending Order beispielsweise. Ne? Immer überhalb, leicht überhalb, wo solch eine Struktur ausgebrochen wird. Ja? Also so eine Bewegung folgt, womit wir ein neues Tief generieren. Das ist ein Break of Structure und gleichzeitig halt der Beginn eines ja, impulsiven Short-Abverkaufs. Und wenn wir da in diese Zonen nochmal wieder reinkommen, ist das in der Regel eine richtig gute Short-Gelegenheit. Bitte diese Spots unbedingt merken. So, und ich werde das Ganze jetzt beobachten. Ich werde euch auch natürlich auf Facebook wieder mal noch auf dem Laufenden halten, ob sich die Positionen zu unserer Zufriedenheit entwickeln, ob wir hier letztendlich noch mit einem blauen Auge aus der Nummer rauskommen. Und dann wäre das Ganze natürlich noch von Erfolg gekrönt diese Woche. Das ist das, wo wir euch natürlich auch hinbringen wollen, das natürlich auch mit unseren Schulungsangeboten. Von daher
Check den Link in der Videobeschreibung. Es gibt die Möglichkeit, komplett kostenlos an unserem Intensivlehrgang Diagnose 2.0 teilzunehmen. Und dann könnt ihr letztendlich euch auch mit der Schartechnik so richtig auseinandersetzen, sie lernen. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, sehr viel effektivere Trading-Spots zu definieren. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, ganz viel Glück. Und ich wünsche mir jetzt an der Stelle natürlich noch jede Menge... Oh, ich habe voll den Frock im Hals heute, ne? Ganz viele Daumen von euch. Das motiviert mich nämlich immer am meisten, dann wieder weiteren Content für euch rauszuknüppeln. Und ich drücke uns die Daumen, dass das hier diese Woche noch gut ausgeht. Bis zum nächsten Mal. Ich werde mich Donnerstag wieder bei euch melden. Bis dahin, euer Chris vom Team Trading Wild. Until it's over. I'm just like a soldier.